Fair hören, fair liken. Seit 3 Jahren bieten wir kostenlos und werbefrei Kopfkino für dich an. Danke für dein Like, danke für dein Abo. Hör mal zu, präsentiert. Die Abenteuer von Paul und Stiefelchen. Er ist Schriftsteller und Hobbykriminalist. Sie ist nicht nur eine Hausfrau, sie ist seine gleichwertige Partnerin. Und das ist in den 60er Jahren wirklich außergewöhnlich. Erleben Sie Gerd Günther Hoffmann und Ruth Niehaus in Stereo. Gute Unterhaltung und danke für ein Like. Hexerei. Stiefelchen und Paul haben Swinging London den Rücken gekehrt. Sie befinden sich für einige Tage auf dem Land in der Nähe von Dartmoor. Dort soll es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber hört selbst. Vorsicht, fall nicht. Ich hoffe, dass euch euer Zimmer gefällt. Wir finden es herrlich, George. Früher war da oben mal das Schlafzimmer des Hausherrn. Der muss ein Zwerg gewesen sein. Das letzte Mal war es nur ein Zelt, in dem du uns untergebracht hast. Ah ja, das war in Baalbek. Ich entdeckte dort die wundervollen Mosaiken und den Jupiter-Tempel. Und wir die Schlangen. Die wirst du wohl nie vergessen. Ein hübsches und romantisches Haus ist das. Ich würde sagen, frühes 16. Jahrhundert, ja? 1509. Aha. Ich fand im Kamin eine Ziegel mit einem Datum. Wir waren keine 10 Minuten hier, da spielte er schon Kaminkehrer. Tja. Ein Glück, dass der Ziegel im Kamin war, sonst hätte er einen Fußboden rausgerissen. Oder du hättest das ganze Haus abgetragen. Ja, einem Archäologen ist nichts heilig. Was möchtet ihr trinken? Frage erst Steve. Na, ich schlage vor Wodka mit Tonic. Gut, habt ihr das? Für Sie auch? Ja. Und du, George? Ich trinke wie immer einen Sherry. Ist keiner offen. Oh, das ist ja furchtbar, der muss abgeholfen werden. Ich will mal nachsehen. Kann ich was helfen? Nein, nicht nötig. Hier ist alles bestens organisiert. Überorganisiert. Sogar fürs Putzen und Kochen haben wir einen dienstbaren Geist gefunden. Mrs. Graceley. Wir mussten ihr allerdings erlauben, nebenbei die Kirche zu putzen. Ja, die Leute sind nämlich sehr fromm hier. Ist das die Kirche, die wir vorhin gesehen haben? Vermutlich. Es gibt hier noch eine. Sehr imposantes Gebäude, nicht? Steht auf den Ruinen eines Klosters. Aus dem 11. Jahrhundert. Die Krypta ist noch sehr gut erhalten. Ich muss euch wohl nicht sagen, dass wir sie bereits wie Maulwürfe durchwühlt haben. Na und? Wir fanden frühchristliche Reliquien. Norman schreibt einen Bericht darüber, nicht wahr? Ja, vor dem Kloster war ja wahrscheinlich eine keltische Kultstätte. Der Vikar ist an unserer Arbeit interessiert und daher auch hilfsbereit, was sich von den anderen Bewohnern des Dorfes nicht sagen lässt. Ja, man soll die Toten ruhen lassen. Genau das sagen sie auch bei immer. Bei dem Haarschnitt? Ja, am liebsten würden sie uns zum Teufel jagen. Habt ihr die Sachen gefunden, die hier auf dem Kamin liegen? Ja, ja, wir haben sie nur aus der Krypta geholt, weil wir sie fotografieren wollen. Der Vikar hatte dafür Verständnis. Er wird sicher auch ihre Führung übernehmen. Ja, und das gründlich. Oh, was ist das denn? Keltisches Gefäß 3000 vor Christus, wobei es auf ein paar Jahre nicht ankommt. Man könnte diesen Stil Bronzezeit Psychedelic nennen. Die alten Kelten hatten lauter verrückte Einfälle, deshalb muss man sie einfach gern haben. Typisch ist zum Beispiel hier diese sogenannte Doppelspirale. Wir haben in den Grabhügel einen Tunnel getrieben und da stießen wir auf eine der Grabkammern. Ja, und da war eine Menge drin. Das ist ein Schwertgriff, nicht wahr? Ja, das war ein Opferschwert für kultische Handlungen. Wir haben es kopieren und ergänzen lassen. Fürs Museum? Ja, hier ist die Kopie. So muss es ausgesehen haben. Nicht schlecht. Ja. Es wurde mit beiden Händen angefasst. Ich wollte nur sagen, das Essen ist fertig, Mr. Robertson. Wir werden in 10 Minuten kommen. Gut. Ich muss sagen, der Duft ist verführerisch. Es wird doch so schmecken. Ja? Ich bitte dich, Gott, vergib ihnen. Ein Hauch Melancholie senkt sich über das Haus. Nach einem reichhaltigen und deftigen Abendessen wandert der junge Mann mit Paul und Stiefelchen durch Upper Marston. Hier in Upper Marston wurden auch schon vor dem Christentum keltische Gottesdienste abgehalten. Und wer ist das da? Sir Geoffrey de Marston, Ende 13. Jahrhundert. Er war der Lord dieses Gebietes. Er hat sehr viel für die Bevölkerung getan. Und was Sie da sehen, ist weniger erfreulich. Diese Risse dort oben. Das Gebäude hat sich allmählich gesenkt, besonders in den letzten 50 Jahren. Die Lage wird allmählich kritisch, wie Fachleute befürchten. Was kann passieren? Wir müssen mit allem rechnen, Mr. Temple. Sogar mit einem Einsturz. Das ist absolut möglich. Und wenn nicht bald etwas geschieht, wird sie geschlossen. Sind die Restaurierungsarbeiten teuer? 5000 Pfund. Na, ganz schön. Es ist natürlich ein Restaurierungsfonds vorhanden, in den die Gemeindemitglieder laufend einzahlen. Nur kommt da nichts zusammen. Die Leute hier sind sehr arm. Deshalb bin ich auch so froh, dass der Archäologe hier ist. Ach, deshalb wollten Sie, dass er sich auch mit der Krypta da unten befasst. Ja, und die Presse hat inzwischen auch schon einiges darüber geschrieben. Ja. Es sind schon Spenden aus ganz England gekommen. Ja, wir haben schon ganz schön was zusammen. Kommen Sie bitte mit, ich zeige Ihnen die Krypta. Ja, gerne. Sie steigen die ausgetretenen und schlüpfrigen Stufen hinab zur Gruft.
Mr. Bales verbringt fast seine gesamte Freizeit hier unten. So viel Enthusiasmus findet man heute kaum noch bei jungen Leuten. Ich wünsche ihm, dass er etwas wirklich Bedeutendes entdeckt. Ich möchte natürlich nicht auf eine Sensation spekulieren. Sie haben die Krypta erreicht und entdecken sofort am Kreuz hängend eine tote Taube. Man hat ihr den Hals umgedreht. Das ist ja ungeheuerlich. Bitte entschuldigen Sie. Ich habe, seit ich Priester bin, einen derartigen Frevel noch nicht erlebt. Das ist eine Entweihung unserer Kirche. Sagen Sie, die Kirche ist doch normalerweise zugesperrt. Ja. Wie kann denn der Täter hier reingekommen sein? Keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer so etwas tut. Sie wissen doch, wer Schlüssel hat. Ja, natürlich. Es gibt drei Schlüssel für die Kirche. Ich habe einen, dann Mr. Orme, der Küster, selbstverständlich. Und den dritten hat Mr. Wormel, der Organist. Entschuldigen Sie bitte, ich muss das wegräumen lassen. Ich hole Mr. Orme. Ach, ich bitte Sie, niemandem davon etwas zu sagen, wenn sich das rumspricht. Ja, selbstverständlich. Ich danke Ihnen. Stiefelchen ist froh, dass man diesen bedrückenden, dunklen, feucht riechenden Raum verlässt. Oh, Henry. Ja, bitte? Das sind Mr. und Mrs. Temple. Henry Wormald, unser Organist. Sehr erfreut. Und das ist Michael Rhode. Guten Tag, Michael. Guten Tag. Ach, Henry, war die Kirchentür vorhin geschlossen, als Sie gekommen sind? Wissen Sie das zufällig? Ich glaube, sie war zu. Ja, natürlich. Ich habe sie selbst aufgesperrt. Wieso? Stimmt was nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte mich nur vergewissern. Bitte sagen Sie doch Mr. Orme, er möchte gleich hierher kommen. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Mrs. Temple. Mr. Temple. Auf Wiedersehen. Der nächste Morgen bringt trübes, regnerisches, typisch englisches Wetter. Paul und Stiefelchen beschließen, ausführlich zu frühstücken mit Porridge, Ham and Eggs und allem, was dazugehört. Danach wollen sie Höhlen und Krypta noch einmal unter die Lupe nehmen. Achtung, Kopf einziehen. Ja, hier wird's eng. Ja, wie sind die früher reingekommen? Die hatten's einfacher, die meisten waren ja einen Kopf kürzer. Paul, lass doch die makabren Scherze. Warum? Ist ja ein makabrer Ort hier. Das kann man wohl sagen. Hier, schau dir das mal an. Wir nehmen an, dass hier unten 150 Menschen begraben wurden. Ja, mindestens. Dann muss das ja eine große Siedlung gewesen sein. Ja, aber hier sind die einzigen Spuren davon. Diese Toten sind vermutlich gar nicht aus der Keltensiedlung. Wieso? Weil alle eines gewaltsamen Todes starben. Entschuldige, die Schädel weisen nämlich typische Spuren von Verletzungen auf. Das hier ist zum Beispiel eine Pfeilspitze gewesen. Wie interessant. Wir dachten zuerst, dass hier eine Opferstätte gewesen wäre. Aber wir können das nicht nachweisen. Ja, unter anderem diese Wasserflasche, die auf keinen Fall aus dieser Gegend stammt. Ach, hübsch ist die. Die rechte Seite der Wand brach ein. Sind Sie noch alle am Leben? Ja. Anscheinend wollte uns jemand lebendig begraben. Oder vielleicht nur erschrecken. Er war jedenfalls sehr gründlich. Ja, das war eine glatte 12, aber warum das? Vielleicht war es nur als Warnung für euch beide gedacht. Wieso? Na, ihr habt doch selbst gesagt, die Leute hier hätten was gegen euch. So weit geht doch ihre Ablehnung nicht. Und inzwischen kennen wir ja alle. In solchen Dörfern sind Fremde nie sehr willkommen. Seit wir mit dem Vikar befreundet sind, akzeptiert man uns. So schien es jedenfalls. Bis heute Morgen. Ach, Sie meinen das Ritualopfer, das Sie mit dem Vikar in der Krypta fanden? Könnte es damit zu tun haben? Und das ist unwahrscheinlich. Wer das auch wahr weiß, dass er damit vielleicht den Vikar schockieren kann, aber nicht uns. Na, da bin ich nicht so sicher. Es wäre ja möglich, dass man euch auf verschiedene Arten warnen will. Paul! Hm? Paul! Was ist mit dem Organisten, diesem Mr. Wormwood? Der ist über jeden Verdacht erhaben. Ein harmloser Knabe, außerdem Amateurarchäologe. Der Mann hat an dem Hügel schon lange rumgestochert. Hast du nicht Wormwood für den Tunnel einen Schlüssel gegeben? Ja, aber der Vikar hat auch einen. Außerdem war der Tunnel ja offen, als wir drin waren, wie du weißt. Ja, schon, aber... Und damit wird das ganze Dorf verdächtig. Genau, aber wer kann es getan haben? Paul, ich weiß, wie sehr dich so ein Problem fasziniert. Wenn jetzt etwas knirscht, ist das nicht das Sofa, sondern sein Gehirn vom Nachdenken. Trotzdem meine ich, wir sollten die Polizei verständigen. Im Prinzip hast du recht, George. Aber ich glaube, dass im Moment diskrete Nachforschungen weiterführen als offizielle Ermittlungen. Aber was sagen wir den Leuten? Dass es ein Unfall war. Ihr stellt morgen fest, die Stützpfosten waren zu dünn. Ja, wir räumen morgen sowieso auf. Ja, aber bitte seid dabei möglichst vorsichtig. Paul, was hast du im Sinn? Baden, umziehen und dann noch was trinken. Paul ist zwar ein hartgesottener Mensch, doch hat ihn der Vorfall im Keller sehr beunruhigt. Er hat Angst um Stiefelchen und während er badet, macht er sich die einen oder anderen Gedanken. Neuer Tag, gleiches Wetter.
Ich wollte Ihnen sagen, dass ich sehr betroffen war, als ich von Ihrem gestrigen Unfall hörte. Ja, das hätte böse enden können, aber zum Glück ist ja niemand verletzt worden. Ich wäre natürlich gleich gekommen, aber ich war leider in Chartford. Zu einer Besprechung des Restaurierungskomitees. Ah, ja. Ich war ziemlich erschrocken, als mir Mr. Wormald von dem Vorfall erzählte. Ich fühlte mich mitverantwortlich. Das Grundstück auf dem Hügel gehört nämlich auch unserer Kirche. Ach, wirklich? Eigenartig. Zwei so verschiedene Sehenswürdigkeiten befinden sich in derselben Hand. Und es sind trotzdem Welten dazwischen, Mr. Temple. Wie wir gestern früh gesehen haben. Ja, das war ein Scherz, wenn auch ein besonders geschmackloser. Es ist besser, wenn wir diesen Vorfall vergessen. Die andere Möglichkeit ziehen Sie also gar nicht in Betracht. Ich meine, dass es vielleicht kein Scherz war. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich hätte dafür auch gar keine Erklärung. Nun, hier befand sich eine keltische Kultstätte und der Grabhügel ist nicht weit. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Nein, Mr. Temple, wir leben im 20. Jahrhundert. Ja, sollte man glauben. Sagen Sie, Herr Vicar, ist sowas Ähnliches hier schon mal vorgekommen? Seitdem ich hier bin, noch nicht. Das wollte ich wissen. Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe noch sehr viel zu tun. Ach, selbstverständlich, ich danke Ihnen. Kommen viele Besucher hierher? Ach nein, nur ab und zu mal im Sommer ein paar Durchreisende. Die werden dann vom Vicar oder von mir geführt, zahlen 3 Pence für die Broschüre und spenden vielleicht noch was. Uns hilft alles. Ja, ich weiß. Meinen Sie, Sie können das Geld auftreiben für die Nordwand? Das müssen wir, Sir. Sonst wird vom Kreisbauamt die Kirche zugesperrt. Und das würde unserem Vicar das Herz brechen. Ist der Bauzustand wirklich so schlecht? Ja, die Nordwand ist schon lange baufällig. Die Situation ist sehr ernst. Und was ist mit dem keltischen Grabhügel? Könnte man dadurch nicht irgendwie Geld für die Restaurierung bekommen? Durch den Grabhügel? Wäre möglich, Sir. Nur verstehe ich von sowas nicht allzu viel. Ich bin hier bloß der Küster. Ach, Sie wollen nicht, dass man durch diese heidnischen Gräber Geld auftreibt und damit die Kirche wiederherstellt? Ich verstehe Sie nicht, Sir. Das habe ich doch gar nicht behauptet. Ich dachte nur, es gibt im Dorf bestimmte Differenzen wegen des Vorfalls in der Krypta. Für mich war das nämlich kein Witz. Was denn für Differenzen? Na, zum Beispiel zwischen der Kirche und dem heidnischen Glauben. Nicht doch, Sir, da bilden Sie sich was ein. Es könnte auch jemand was gegen den Vikar haben. Und das müsste ich wissen. So ein Dorf ist klein. Natürlich gibt's Gerede hier, aber das geht mich nichts an. Wie gesagt, ich bin hier nur der Küster. Ja, wie gesagt. Tja, es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen, Mr. Temple. Ich habe noch eine Menge zu tun. Sie wissen ja, wie das ist. Die Arbeit nimmt kein Ende. Man soll die Toten ruhen lassen. Oh, Mrs. Graceley. Sie haben ja gesehen, was passiert, wenn man die Toten herausfordert. Es war ein Unfall. Es geschieht nichts auf der Welt, was nicht vorgesehen ist. Liebe Mrs. Graceley, Robertson hat von einem Museum den Auftrag in der Krypta zu faschen. Ich bin der Meinung, man darf den Schlaf der Toten nicht stören. Mrs. Graceley, wieso haben Sie was gegen die Ausgrabung? Der Vikar ist dafür. Ich habe gar nichts dagegen, Mrs. Temple. Es geht mich ja überhaupt nichts an. Und wenn der Vikar für die Ausgrabungen ist, dann... Ich hoffe nur, dass es nicht noch mal ein Unglück gibt. Ja, dieses Tagebuch gehört Michael. Ich werde es ihm wiedergeben. Danke. Er verbringt viel Zeit in dem Grabhügel drüben. Ja, ich gebe ihm den Schlüssel, so oft er ihn haben will. Mr. Robertson hat nichts dagegen. Wir haben übrigens festgestellt, den Unfall, den wir im Tunnel hatten, den kann auch jemand vorsätzlich herbeigeführt haben. Aber nicht Michael. Was wollte ich damit? Er würde sowas nie machen. Wenn man sein Tagebuch gelesen hat, würde man auch gar nicht auf die Idee kommen. Ich wollte nur wissen, ob Sie irgendeinen Verdacht haben. Nein, nicht den geringsten. Ich kenne niemanden, der zu so etwas fähig wäre, zu so einer Gemeinheit. Michael wird sich sehr aufregen, wenn er davon hört. Das Keltengrab bedeutet ihm sehr viel. Das glaube ich, er hat einen sehr ernsthaften Eindruck auf mich gemacht. Er ist auch so. Wie ist er als Schüler, Mr. Wormald? An der Orgel? Es ist eine Freude, ihn zu unterrichten. Er hat für geistliche Musik ein bemerkenswertes Gefühl. Der Junge ist ein großes Talent. Übrigens hat er sich um ein Stipendium beworben, am St. Mark's College. Es ist schwer, dort ein Stipendium zu bekommen, aber er wird es schaffen. Sie sind wohl ziemlich stolz auf ihn. Ja, der Junge macht mal seinen Weg. Und sein Interesse für Archäologie wurde wohl auch von Ihnen geweckt? Ja, er hat sich von Anfang an dafür interessiert und ich habe ihm einige Ratschläge gegeben. Ratschläge? Ja, ganz allgemein. Ich wollte, dass er mehr aus sich herausgeht. Er ist ein bisschen gehemmt. Wissen Sie, Michael hat dadurch seinen Vater gewisse Schwierigkeiten. Ach, da ist er ja. Komm her, Michael. Guten Morgen, Mr. Wormald. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Michael. Er hat eine sehr lebhafte Fantasie, wissen Sie. Und deshalb hat er sehr schwer zu Hause. Sie haben seinen Vater vermutlich noch nicht kennengelernt, den Baumeister Sam Roth. Nein, aber ich werde es nachholen. Ich nehme an, Sie wollen mit ihm arbeiten.
Ja, allerdings. Na, ihr zwei Maulwürfe wieder am Tageslicht? Ja, wir sind zu den Fleischtöpfen Ägyptens heimgekehrt. Hallo. Ich muss euch nachher was erzählen. Hallo, Steve. Vorsicht, heiß. Ja. Wieso kommen Sie? Wo ist der Mrs. Graceley? Ja, ich vermute, sie ist daheim und ich fürchte, daran bin ich schuld. Manu, was ist denn passiert? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Sie redete vom Keltengrab und schimpfte, weil ihr die Toten nicht schlafen lasst. Dann erwähnte ich aus irgendeinem Grund die Krypta und sie wurde ganz böse. So kenne ich sie gar nicht. Ich konnte dann keine Silbe mehr aus ihr rausbekommen. Sie machte ihre Arbeit und verschwand wortlos. Das ist sehr merkwürdig. Was wissen wir eigentlich über sie, außer dass sie seit Jahren die Kirche sauber macht? Dass sie eine hervorragende Köchin ist. Norman, hat der Besitzer des Hauses nicht mal was über sie erzählt? Nicht, dass ich wüsste. Oh, du meinst wegen ihrer Tochter? Ja, sie hat ein schweres Schicksal gehabt. 1968 ist ihre 14-jährige Tochter vermutlich im Fluss ertrunken. Die Umstände waren sehr merkwürdig, nicht? Ja, ja, stimmt. Ihre Kleider lagen am Ufer. Aber die Leiche ist bis heute nicht gefunden. Auf dem Friedhof ist nur ein Gedenkstein. Steve, was hast du genau zu ihr gesagt? Ich weiß nicht, das war so ein typischer Kochlöffel. Als es um den Grabhügel ging. Richtig böse wurde sie erst, als ich die Krypta erwähnte. Und dann fragte ich sie, wieso haben Sie was gegen diese Ausgrabungen? Und als ich noch erwähnte, dass der Vikar dafür wäre, wollte sie irgendwas über ihn sagen. Doch dann unterbrach sie sich und sagte, hoffentlich gibt es dabei nicht nochmal ein Unglück. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Der Tag verging, typisch englisch mit einigen Bourbon, Gin und Scotch und dazu reichlich blauen Dunst. 2 Dutzend Vierkanthölzer aus Fichte, 5 Fuß lang, richtig? Ja, stimmt. Bis wann können Sie liefern? Sagen wir am Donnerstag. Reicht das? Ja, gut, danke. Und seien Sie diesmal vorsichtiger da oben. Lehmboden gibt leicht nach. Ja. Ich bin übrigens heute Ihrem Michael begegnet. Er kam in die Kirche mit Mr. Wormald. Ah, schon wieder mal? Er soll an die frische Luft gehen. Es wäre besser für ihn. Immer nur singen und Orgel spielen. Dies verdammte Gedudel muss man hier nicht übertreiben. Tja, also dann bis Donnerstag, Chef. Ja, bis Donnerstag. Wiedersehen. Wiedersehen. Erneut stürzt eine Wand ein. Diesmal gibt es einen Toten. Haben Sie ihn gefunden? Ja, Sir. Ich wollte nachsehen, weil er meinen Schlüssel nicht zurückgebracht hat. Es tut mir leid, Mr. Robertson. Es tut mir furchtbar leid. Wo ist dein Telefon? Oben in der Sakristei. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, graben Sie nicht an der Nordwand, das ist gefährlich. Doch er wollte es nicht glauben und lachte mich aus. Ja, Sergeant in St. Eldred. Ja, wir warten auf Sie. Danke. Die Polizei? Tja. Tja, das muss wohl sein. Warum musste das passieren? Er hat so viel Gutes für unsere Kirche getan. Ich verstehe das alles nicht. Wer war heute Nachmittag in der Kirche? Ich war hier und Mrs. Graceley. Wir haben den Blumenschmuck für die Kirche besprochen. Und dann Michael und Wormald, sie haben Orgel gespielt. Noch jemand? Nein. Doch, der Baumeister Sam Rhodes war hier. Er wollte sich die Nordwand nochmal ansehen. Ich ging dann, um einen Kranken zu besuchen und er sprach noch mit Mrs. Graceley. Warum fragen Sie? Es war doch ein Unfall. Tja. Es sieht jedenfalls wie ein Unfall aus. Es wäre möglich, dass er gestolpert ist, sich hier am Rand festhalten wollte und dabei das Mauerwerk mitriss. Es kann auch eingestürzt sein, während er unten in der Gruft gearbeitet hat. Wissen Sie, ob jemand aus dem Dorf was gegen ihn hatte? Es war für die Kirchengemeinde nur gut, dass er hier war. Das meint der Vikar auch. Eins ist merkwürdig. Warum war er nicht am Keltenhügel, sondern in der Krypta? Das kann ich Ihnen erklären. Am Grabhügel konnte er nicht arbeiten. Wir hatten Schwierigkeiten. Ein Tunnel war eingebrochen. Einfach so? Wir wissen noch nicht genau, warum das passiert. Es muss erst aufgeräumt werden. Wir müssen den Leichnam gerichtsmedizinisch untersuchen lassen. Vom Ergebnis werden Sie verständigt. Das ist alles, was wir im Moment tun können. Danke, Inspektor. Auf Wiedersehen. Es war bestimmt kein Unfall. Für mich wurde Bales ermordet. Warum sagen Sie das mir, Mr. Temple? Das ist Ihre Gemeinde, Herr Vicar. Es war eines Ihrer Gemeindemitglieder, das vor ein paar Tagen den Tunnel einstürzen ließ. Und derselbe Mann hat Bales getötet. Sie behaupten da Dinge, die durch nichts Bales kann unmöglich von den Mauertrümmern erschlagen worden sein. Das wäre nur möglich, wenn er in der Gruft gearbeitet hätte, aber sein Werkzeug lag oben in der Krypta. Das ist zu weit hergeholt, Mr. Temple. Wieso? Denken Sie doch mal an den beschädigten Stützpfeiler im Grabhügel. Wer sollte denn am Tod von Bales ein Interesse haben? Und was hätte er davon? Absolut nichts. Tja. Was wissen Sie über Mrs. Graceley und ihre Tochter, die ertrunken sein soll, aber in Wirklichkeit verschwunden ist? Jill Graceley? Die Geschichte ist während der Amtszeit meines Vorgängers passiert. Ich weiß, dass darüber Gerüchte im Umlauf sind, aber es ist mein Grundsatz, so wenig wie möglich auf dumme Gerüchte zu geben. Solche Redereien ernst zu nehmen, kann ich mir überhaupt nicht leisten. In einer so kleinen Gemeinde würde das die Arbeit unmöglich machen. Und was hat man Ihnen erzählt? Ich sagte doch, ich höre mir Klatsch nicht an. Ah, ich verstehe. Aber vielleicht wissen Sie, was für ein Mensch Ihr Vorgänger gewesen ist. Sie meinen Mr. Clark? Ja. Er war nicht mehr der Jüngste und außerdem
war seine Gesundheit ziemlich angegriffen. Er wurde mit seinen Aufgaben nicht mehr fertig und es fehlt ihm der Sinn für die Realität. Ich habe nicht die Absicht, ihn schlecht zu machen, aber durch ihn ist es zum Verfall gekommen. Aha, zum Verfall. Zu was für einem? Zu dem der Kirche natürlich. Tag, Herr Vicar. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich werde drüben erwartet. Wiedersehen, Mrs. Temple. Ja. Wenn ich gleich die Polizei gerufen hätte, wäre es zu dem Mord nicht gekommen. Paul, du machst dir jetzt doch nicht etwa Vorwürfe? Ich hätte nicht geglaubt, dass die so weit gehen. Eins ist jedenfalls klar. Irgendjemand versucht, etwas zu vertuschen, was früher hier in dem Dorf mal passiert ist. Vielleicht findet man in der Gruft einen Hinweis. Nein, die habe ich schon durchsucht. Es sei denn, es gibt da unten noch mehr Grabkammern. Vielleicht ist Norman Bales, ohne es zu wissen, einem Geheimnis auf die Spur gekommen. Dann informiert sich Paul über den jungen Michael. Ich habe ihn zum Keltengrab geführt und ihm diese Dinge nahegebracht. Ich musste ihn mit irgendetwas an mich fesseln. Er wollte die Musik aufgeben. Er hatte keine Lust mehr. Wahrscheinlich hat er nur Angst vor seinem Vater. Er meint, er verbringt zu viel Zeit in der Kirche. Ein etwas primitiver und gewalttätiger Mann. Etwas? Ich bin neulich bei ihm gewesen. Es war da dauernd Krach zu Hause. Meine Orgel war eine Zuflucht für ihn. Michael hat sich hier immer wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, er war froh, wenn er von zu Hause weg war. Aber warum diese Notenverbrennung auf dem Opferstein? Als die Archäologen mit den Ausgrabungen anfingen, fürchtete er, dass die alten Götter deshalb zürnen würden. Das war so eine Einbildung, wie sie fantasievolle Kinder oft haben. Er würde nie jemandem was tun, dafür stehe ich gerade. Ich hoffe, Mr. Robertson glaubt das. Ich bitte Sie, kein Mensch würde ihn verdächtigen. Es muss ja furchtbar für ihn gewesen sein, als Bales starb. Es war weit mehr als furchtbar für ihn. Ich vermute, er hat sich eingebildet, dass die Priester der Kelten auferstanden sind und Bales getötet haben. Sie wissen ja, was Kinder sich so zurechtspinnen. Und dann hat er ihnen, um sie zu besänftigen, etwas geopfert. Etwas, was ihm sehr viel bedeutet hat. Wie war das mit Jill Gracely? Hatte sie auch etwas mit den Keltengräbern zu tun? Nicht das Geringste. Wie kommen Sie darauf? Sie hat doch Selbstmord begangen. Das arme Mädchen war, na sagen wir, ein bisschen einfältig. Glauben Sie wirklich, dass sie im Fluss umkam? Natürlich glaube ich das. Sie muss ertrunken sein. Damals war Reverend Clark noch im Amt. Ja, leider. Sie müssten ihn doch ziemlich gut gekannt haben. Er ließ kaum einen an sich rankommen. Clark war nicht geeignet für dieses Amt. War zu alt und zu schwach. Ließ die Gemeinde und die Kirche verkommen. Sie sehen ja, was wir ihm zu verdanken haben. Ein Jammer um diese schöne Kirche. Sie hat eine große Vergangenheit, müssen Sie wissen. Ja, ich weiß. Eigentlich war es die Schuld seiner Schwester, bei der hat er nicht mal ihr Mann was zu sagen, unser Küster Orm. Diese Noten zu kopieren hat Monate gedauert. Die Schwester von Reverend Clark war mit Orm verheiratet? Ja, Mr. Temple, und jetzt habe ich Ihnen alles gesagt, was ich über Clark weiß. Bitte fragen Sie nicht weiter. Na gut, vielen Dank. Die ganze Arbeit war sinnlos. Guten Tag, Mrs. Gracely. Immer noch fleißig? Ja. Die Arbeiter von Mr. Road waren da und haben wieder mal ein bisschen rumgepfuscht. Und einen Haufen Dreck hinterlassen. Nicht mal das Dach kriegen sie dicht. Das müsste alles mal gründlich überholt werden. Stimmt, aber dafür muss der Vikar erst mal Geld auftreiben. Hoffentlich hat Mr. Road bis dahin bessere Arbeiter. Im Moment hat er nur respektlose und faule Kerle. Haben in der Kirche nur Witze gemacht und gelacht. Es gibt Dinge auf der Welt, über die macht man keine Witze. Guten Tag, Mr. Orm. Guten Tag, Mr. Temple. Was machen Sie hier? Suchen Sie was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich war nur hier, um mich mit Mr. Wormwood zu unterhalten. Auf Wiedersehen. Paul sucht den Jungen auf, um mit ihm zu reden. Weißt du, Michael, es hat keinen Sinn, den Kelten, die da oben im Grab liegen, Opfer zu bringen. Die alten Priester sind tot, und zwar schon seit Jahrhunderten. Tote können niemandem mehr etwas tun. Aber es ist jemand hier in eurem Dorf. Ein Mensch, der noch lebt, dem es nichts ausmacht, andere umzubringen. Er tötete Mr. Bales und er bringt vielleicht noch jemanden um. Ich muss rauskriegen, wer das ist und du musst mir dabei helfen. Verstehst du, Michael? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich kann Ihnen nicht helfen, Sir. Michael, jemand, dem du täglich begegnest, den du grüßt, mit dem du dich unterhältst, ist zum Mörder geworden. Und ich kann ihn nur überführen, wenn ich die Wahrheit über gewisse Dinge erfahre. Zum Beispiel über Jill Gracely. Über Jill? Jill ist tot. Das weiß ich. Aber ich möchte auch wissen, was hier passiert ist. Passiert? Keine Ahnung. Niemand weiß das. Und man darf darüber auch nicht sprechen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, darüber muss man endlich reden. Sag mir, was du weißt. Er schaut ihm fest in die Augen. Jill ist ertrunken.
Sie war ein bisschen schwach im Kopf. Sie konnte überhaupt nichts dafür. Ich verstehe nicht. Wofür konnte sie nichts? Sie hätten sie da nicht hinbringen dürfen. Wenn man sie nicht gezwungen hätte, damit zu machen, wäre sie jetzt nicht tot. Zum Keltengrab, meinst du? Und du glaubst, dass ihr Tod damit zusammenhängt, ja? Wurde sie von Reverend Clarks Schwester und von Orm dorthin gebracht? Ich weiß von Mr. Wormold, dass sie verheiratet waren. Haben die mit der Sache zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein alter Mann trug ein Kreuz. Er hielt es aber verkehrt rum. Er sang, aber ich verstand es nicht. Und die beiden anderen führten Jill. Du hast nie jemandem gesagt, was sie getan haben? Ich wollte es vergessen. Und dann? Was geschah mit Jill? Sie war verschwunden. Ich habe keinem Menschen was gesagt. Aus Angst. Sie haben sich alle so merkwürdig aufgeführt. Danke, Michael. Schwarze Magie? Ja. Reverend Clarks Schwester und Orm. Ich vermute, sie terrorisierten den alten Mann so, dass er Angst bekam und nicht mehr sah, was um ihn herum vorging. Was nun, Herr Vicar? Ich frag mich, woher haben Sie diesen Unsinn? Und ich frag mich vor allem, wohin er führen soll. Zu Jill Graceleys Verschwinden. Paul meint, dass die drei einen Helfer gebraucht haben und das arme Mädchen gezwungen haben, mitzumachen. Dann ging vermutlich was schief und man musste sie loswerden. Das sind doch alles nur Vermutungen, vage Vermutungen. Er versucht, die Wahrheit rauszufinden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Steve, guten Abend. Guten Abend, Herr Vicar. Ich war den ganzen Nachmittag bei der Polizei. Der arme Norman. In deiner Vermutung war richtig. Aufgrund des gerichtsmedizinischen Gutachtens wird der Fall jetzt als Mord behandelt. Wieso? Was haben Sie festgestellt? Wir sind zusammen losgefahren. Sie müssen gleich hier sein, dann werden Sie es selbst hören. Damit ist wohl alles klar. Herr Vicar, warum sagen Sie nicht, was mit Jill Graceley passiert ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Mir ist immer erzählt worden, sie sei ins Wasser gegangen. Ihr Tod hatte mit schwarzer Magie zu tun und Sie wissen das. Also gut, ich hab's vermutet. Ja, ich gebe zu. Sie sind der Wahrheit ziemlich nahe gekommen. Seit 2 Jahren belastet mich diese furchtbare Geschichte. Es stimmt, sie hielten schwarze Messen ab, unten in unserer Krypta. Mit Tieropfern für die alten Götter und ähnlichem kindischen Unfug. Und Jill Graceley ist dazu gezwungen worden. Wieso bestanden Sie denn nicht auf eine Untersuchung? Weil es nicht den mindesten Beweis dafür gibt. Außerdem musste ich die zerfallene Gemeinde wieder zusammenführen. Musste versuchen, Geld für die Restauration zu bekommen. Ein Skandal hätte meine Arbeit völlig unmöglich gemacht. Und deswegen haben Sie geschwiegen? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ich begreife euch nicht. Es geht um den Mord an Norman. Eben. Er hat auch seine Freizeit damit verbracht, in der Gruft zu graben. Ja, und darüber geschrieben. Und ich glaube, dabei hat er irgendetwas Verdächtiges gefunden, was auf die schwarzen Messen oder Jills Tod hinwies. Irgendjemand ist um den Ruf ihrer Kirche oder um seinen eigenen Kopf sehr besorgt. Michael, dein Abendessen ist fertig. Na komm, sonst wird es kalt. Sag mal, hörst du schlecht? Michael! Die Gerichtsmediziner haben festgestellt, er war bereits tot, als er in die Gruft stürzte. Durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Und diese Verletzung hat er nicht durch herabstürzende Mauerbrocken bekommen? Sie scheinen davon nicht besonders überrascht zu sein, Mr. Temple. Es ist mir aufgefallen, dass er unten in der Gruft lag und sein Werkzeug war oben. Alle Achtung. Er wurde also von hinten überfallen, niedergeschlagen, man warf ihn in die Gruft und dann wurde das Mauerwerk losgebrochen. Jetzt brauchen wir für diesen Mord nur noch ein Motiv. Wie wär's mit Angst vor Entdeckung? Wie bitte? Vor ein paar Jahren ist hier angeblich ein junges Mädchen im Fluss umgekommen. Ich weiß, es wies alles auf Selbstmord hin. Der Fall wurde von uns untersucht. Ich bin davon überzeugt, dass das ebenfalls ein Mord war. 3 Personen waren daran beteiligt. 2 davon sind gestorben, aber der 3. lebt immer noch unter uns. Und ich weiß ziemlich genau, wer das ist. Wirklich, Mr. Temple? Na gut, dann helfen Sie mir mal ein bisschen weiter. Bisher haben wir nur festgestellt, dass Bales überhaupt keine Feinde hatte. Hallo? Ja, Herr Vicar? Nein, er ist nicht hier. Wann? Ja, ich verstehe. Der kleine Michael Roth ist verschwunden. Augenblicklich wurde eine fieberhafte Jagd nach dem Jungen durchgeführt. Sie begann in der Krypta. Michael! Michael? Mr. Wormwood, was machen Sie denn hier? Ich suche Michael. Mrs. Graceley. Sie wusste zu viel, nicht wahr? Ja, sie hat alles gewusst.
Sie hat gesagt, dass sie zur Polizei geht. Und ich konnte sie nicht davon abhalten. Was wollten Sie mit ihr tun? Sie dort unten begraben. Wo auch Jill begraben ist. Aber Jill wurde von uns nicht umgebracht. Sie starb vor Schreck. Warum habt ihr sie dann verscharrt? Um meine Frau zu beschützen, wegen meines guten Rufs. Das müssen Sie verstehen. Mein Vater und mein Großvater waren ja schon Küster. Die Familie Orm hat diese Kirche erhalten. Ich weiß, seit dem 17. Jahrhundert waren die Orms hier Küster. Erst wollte ich ans Keltengrab gehen und dann wollte ich plötzlich Orgel spielen. Ich hätte alles dafür gegeben, um wenigstens noch einmal auf der Orgel spielen zu dürfen. Und deswegen kam ich her. Ich verstehe dich sehr gut. Geh jetzt schlafen. Und komm morgen her. Ich habe die Nase voll vom Landleben, sagte Stiefelchen am Abend zu Paul, bevor sie schlafen gingen. Und am nächsten Tag reisten beide ab, wohin? Nach Saint-Tropez, in die Sonne. Ob dort ein Verbrechen wartet, wollt ihr wissen? Wer weiß. Es ist unmöglich, von Hörmann zu nicht gefesselt zu sein.